Hallo Freunde, willkommen zu diesem neuen Video, euer Lieblingshund und so bla bla bla. Das hier ist eine Episode, die ich euch eigentlich nicht zeigen wollte, denn es zeigt, wie ich so geworden bin, wie ich bin. Ich kämpfe gerade aber aktuell gegen mich selber an, gegen mich selber. Und deswegen zeige ich euch es tatsächlich doch, denn ihr müsst auf jeden Fall wissen, was mit mir passiert ist, denn es ist auf jeden Fall kein absichtlicher Zustand, aber ich kann auch nicht dagegen ankämpfen, deswegen guckt euch das an. Das Ganze ist auf jeden Fall ein paar Tage her, deswegen seid nicht verwirrt, wenn es darum geht, dass es ungefähr um zu einer falschen Zeit spielt, wenn ihr versteht. Film ab! Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Wir haben gestern mit Shatterbar gesprochen, das erste Mal an seinem Altar. Das war einfach viel zu krass, Freunde. Ich hatte wirklich extreme Gänsehaut. Und ihr werdet das nicht glauben, mein nächstes Buch ist schon wieder einfach verschwunden. Also ich verstehe nicht, welche Aufgabe ich sozusagen erledigt habe, also was das eigentlich soll. Aber dafür habe ich einfach einen Zettel bekommen mit Koordinaten. Das finde ich auf jeden Fall höchst interessant. Ich werde auch gleich mal hinfliegen. Allerdings muss ich jetzt nochmal Mira fragen. Ich muss ein allerletztes Mal von Mira wissen, was hier eigentlich Sache ist. Ich will und muss es einfach unbedingt erfahren. Wer ist Shatterbar? Ist es ihr Bruder? Ist es ein Admin? Ist es ein Dämon? Was auch immer da passiert ist. Ich habe das in der letzten Folge gesehen, wo dieser Raum auch ist. Und da bei der Koordinate 666 und solche Sachen. Also das ist alles sehr, sehr dämonisch und ich bin da sehr verwirrt. Und hatte extreme Gänsehaut, wenn ihr mir das glaubt. Ich war auch wirklich sehr, sehr überrascht über eure Theorien in den Kommentaren. Und ihr könnt auch gerne unter dem Video nochmal schreiben, was eure Theorien dazu sind. Aber ich will jetzt nicht weiter rumschnacken. Wir gehen jetzt einmal zum Ei und hören an, was Mira dazu zu sagen hat. Ob sie überhaupt da was zu sagen hat. Weil beim letzten Mal hat sie einfach gesagt, ja, so auf den, ja, ich mische mich da nicht ein, interessiert mich nicht, blabliblub. Und deswegen, soll ich jetzt überhaupt noch die Begrüßung machen mit Mira Shatterbar? Naja, egal. Ich mach's jetzt einfach noch. Mira Shatterbar, Mira, erhöre mich, der Höllenlord spricht zu dir. Hallo Mira, Meisterin Mira. Warum grüßt du mich, Kiro? Und zwar, also, ich habe jetzt gestern mit Shatterbar gesprochen und ich muss einfach jetzt final nochmal wissen, weißt du wirklich nichts darüber, was mit Shatterbar zu tun hat oder wer ist? Es ist mir komplett egal, was oder wer es ist. Okay, das ist ehrlich krass, das ist nicht typisch. Und ich habe jetzt so eine Koordinate in mein Inventar bekommen, so ein Blatt Papier mit Koordinaten. Was finde ich da? Ist das von Shatterbar oder was? Findest du einfach selber heraus. Es war irgendwie klar, dass du das antwortest. Okay, ich glaube, ich werde dich einfach nie wieder fragen. Ich glaube, Shatterbar war es besser im Beantworten, um ehrlich zu sein. Aber danke trotzdem fürs Gespräch. Tschüss. Ganz ohne zu sein. Oh, ich glaube, ich habe Mira gerade ein bisschen verärgert. Okay, ich gebe jetzt einfach mal die Koordinate ein. Minus 370, minus 1486. Aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Minus 370, minus 1468. So, 370, 1468. So, die Höhe mache ich da jetzt ungefähr 80. So, ich mache da jetzt einfach drei Fragezeichen, weil keine Ahnung, was das ist. Okay, hier haben wir die Location. 1500 Meter müssen wir jetzt fliegen, Freunde. Das machen wir einmal. Oh mein Gott, habe ich überhaupt genug Raketen? Moment. Ich nehme mir nochmal sicherheitshalber die Raketen mit. So, hier habe ich noch welche. Zack. Bam. Raketen dabei. Alles gesaved. Wieder das in die Hotbar. Moment, ich will erstmal die 6 Stück da aufbrauchen, bevor ich den Stack anfange. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Okay, Freunde. Was werde ich da jetzt finden? Weil ich glaube, bis jetzt, ich habe halt einfach Bücher in mein Inventar reinbekommen von Shatterbar selber. Und ich glaube jetzt einfach mal ganz, ganz ehrlich gesagt, dass diese Koordinaten zu 100% von Shatterbar sein müssen. Vielleicht will er mich an irgendeinen Ort locken oder so. Vielleicht kriege ich noch ein Ritualobjekt? Vielleicht ist das ist alles möglich. Und was ihr mir übrigens auch in die Kommentare geschrieben habt, dass mir Tobi gelauscht hat. Ja, er hat mir einfach zugehört. Er hat mich verfolgt und hat mich belauscht. Das wird er auf jeden Fall auch noch zurückkriegen. So, wir sind jetzt knapp an der Koordinate, aber hier ist doch gar nichts. Moment, was ist das? Was ist das hier? Hä? Timmy?
Was machst Alter. Du hier? Junge, hast du mich erschreckt, Alter. Bro, was machst du hier, hä? Junge, ich muss hier farmen, ey. Ich will jetzt Biom hier anschauen. Das ist neu. Wie, das ist neu? Ich habe eine Koordinate in mein Inventar reingelegt bekommen, dass ich hier hin soll, Bro. Was, und jetzt bist du auf einmal du hier. Ist das ein Zeichen? Cooles Ort hier, weiß gar nicht, was los ist, ey. Außerdem hast du mich verraten, ich will gar nicht mit dir reden, Bro. Ja, Bro, Digga, ja, das ist ein anderes Thema, das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. So, wir sind trotzdem noch Freunde, wir sind immer noch Freunde aus meiner Sicht. So, aber ja, ich weiß, dass du es gerade anders siehst, das verstehe ich aber. Ja, ich sehe das anders, ich sag dir ehrlich, aber ich war da unten noch nicht drin, in diesem komischen Loch da. Warte, wie, was, wo unten? Ja, da ist ein Loch. Hä? Da unten, hier, da ist ein Loch. Guck doch, da geht's rein. Oh mein Gott, Digga, was ist das hier? Das sieht ja aus wie die Hölle. Ich geh da nicht rein. Da kommen so komische Geräusche raus und so. Ich hab da ein bisschen. Du warst jetzt hier einfach nur farmen. Ja, Bro, ich wollte gucken, was hier für Sachen gibt, weil ich glaube, hier gibt's dieses Bein in der Obsidian, weißt du? Ja, das findest du halt an Rune Portals oder so. Maximal. Genau, das ist doch eine riesen Rune Portal, oder nicht? Das, also ja, kann ich dir ein bisschen zustimmen. Es sieht ähnlich aus, aber. Ja, siehst du. Aber ein Rune Portal ist das bei weitem nicht so riesig, sind die Dinger nicht. Und was ist da unten jetzt drin? Das sieht viel zu gruselig aus. Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. So. Dreh mal um, ja. Ja, ich guck mal, was das ist. Ey! Und siehst du, was das ist? Ey, du kommst da jetzt mit. Wie? Da komm wenigstens ein Stück mit oder so. Das ist voll gruselig, Mann. Jetzt trau dich doch. Ich hab die Koordinate in mein Inventar reinbekommen. Der alte Timmy würde das feiern, aber ich feiere das jetzt nicht so, was da ist. Na komm wenigstens mit zu der einen Schwelle hier. Da ist eine Geheimhöhle, hier. Wo? Ja, hier, warte. Guck. Warte mal, ich sehe gar nichts. Oh. So geheim ist sie leider nicht. Doch, guck. Hä, was machst du denn? Auf das kaputt zu machen, das ist, glaube ich, nicht gut. Ich mach das nicht kaputt, doch. Nein, lass das mal. Nein, lass das mal ehrlich jetzt. Ich glaube, das ist nicht gut. Seit wann gehst du so schnell da runter, ey? Bro, ich will gerade nur gucken. Das sieht endgruselig aus. Aber irgendwie sieht es auch cool aus. Vor allem mit Shader. Hast du Shader an? Das sieht richtig cool aus. Ich hab Shader an. Wie, so ein, wie eine Klospülung. Bro, wer hat das hier gebaut? Oder ist das wirklich ein Ort von Shuttower? Was? Wer ist denn Shuttower, Junge? Ja, ich weiß es selber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, am ehesten ist es irgendwie ein Admin oder so, glaube ich. Ein Admin, genau. Einen zweiten Admin auf der Bro, Insel. Kann doch sein. Was ist, wenn Mira eine KI, also sie selber ist ja eine KI, was, wenn sie eine eigene KI programmiert hat und so Drecksarbeiten so machen? Hä, sind wir jetzt hier bei Dings, Alter? Sind wir jetzt hier, wie heißt denn dieser eine? Nein, Alter, wir sind noch nicht hier. Mann, wie heißt das? Inception. Da sind wir nicht, ey. Ja, da sind wir auf jeden Fall nicht, ey. Das ist voll gruselig, was du da sagst. Bro, keine Ahnung, was hier abgeht. Oder so. Bro, weißt du, Freunde, ihr wirklich, ich bin auf eure Theorien sowas von gespannt. Ich dich einfach vor, was hältst du davon? Ja, ich glaube, ich muss so oder so wohl oder übel hier rein, sonst hätte ich die Koordinate hier nicht bekommen. Wer hat dir denn überhaupt die Koordinate gegeben? Na, guck, ich habe einfach diesen Zettel in meinem Inventar gehabt. Da steht einfach diese Koordinate hier drauf. Was ist das für ein Quatsch, hä? Jemand ich hab mich, nein, guck mal, ehrlich. nein, Bro, ich hab mich eingeloggt. Ich war ja die ganze Zeit offline, das hätte mir ja niemand ins Inventar schmeißen können oder so. Ich logge mich ein, einer meiner Bücher, die ich von Shuttower geschrieben bekommen habe, ist weg und auf einmal sind die Koordinate hier. Ja, das kommt davon, wenn du so einen Dämon anbietest, ey. Das was für ein Dämon? Das ist doch 100% ein Admin, der hat viel zu krasse Fähigkeiten, Digga, das geht gar nicht. Bro, du tust da irgendwelche alten Kamellen hoch an die Flucht heben, die auf jeden Fall lieber bedeckt sein sollten, verstehst du? Also wenn ich du wäre, würde ich einfach rückgegangen machen und hier abhauen. Ja, aber seit wann interessiert dich das denn so? Seit wann hast du so Schiss? Bro, die Höllenkrieger haben mir alles genommen, so wie du, Alter. Alles, ja, nur, was das musste wollen, so ja? sein, wie gesagt. Das musste gar nicht sein, Alter. Du hättest dich auch gegen Mira stellen können, du Blödmann. Ja, hätte auch ein einfacher Test sein können, ne? Ja, und was ist, wenn ich dann für immer gebannt gewesen wäre oder Snoopy oder wir beide? Hätte ich mich dafür eingesetzt, dass du wieder nicht gebannt bist. Ja, was interessiert es Mira, ob wir wechseln oder nicht?
So wichtig sind wir dann auch nicht, ehrlich, ob wir überhaupt so wichtig sind, keine Ahnung. Auf mich hört Mira, weil ich hatte einen Vertrag mit ihr, verstehst du? Gehen wir jetzt doch aber rein? Du willst das ja nicht. Ja, ich geh jetzt da rein, weil du hast sowieso die ganze Zeit Angst, ey, traust dich ja was nicht. Was für? Du! Ja, ich will da nicht rein, weil das böse ist. Du willst hier unbedingt was finden. Aber jetzt bist du ja drin. ja, aber ich werde auch gleich rausgehen, sag ich dir ehrlich. Das ist mir ein bisschen zu risikohaft. Moment, da unten ist ein Hebel. Siehst du da unten den Hebel? Den sollten wir vielleicht nicht betätigen. Doch, lass mal gucken, was da ist. Nein, da ist nichts. Hä? Da ist nichts. Was ist da passiert? Gar nichts, hä? Leg den Hebel um. Mach mal auf. Nein. Da ging doch gerade irgendwas auf. Nein, den habe ich da vorher hingemacht. Das war einfach nur so, ich wollte dich pranken. Haha, witzig, so. Komm jetzt wieder gehen. Ja, okay, dann geh okay, du komm, schon mal. Ich muss hier noch okay, Sachen untersuchen. Oh gut, wir sehen uns ja, wieder. Ja, archäologisch und so. Hey, du kommst gar nicht mit. Was? Ja, hey. ich hab doch gesagt, ich muss hier noch was untersuchen. Gar nicht, hier drüben. Du wolltest gerade hier weitergehen. Da nein, guck mal, da weiter. Oben ist eine Höhle, Alter. Da ist eine Höhle, guck mal, krass. Ja, hier ist eine Höhle. Hey! Ja, da, guck. Hier ist eine Höhle. Hä? Was macht er denn? Timmy! Ja? Was tust du? Nix, geh einfach wieder weg. Ja, okay, ciao. Okay, tschüss. Also mal, ich warte jetzt, bis er rausgeflogen ist, Freunde. Ich warte jetzt, weil ich will. Bro, warum verbirgt er da was vor mir? Hä? Was macht er denn? Ich werde da auf jeden Fall gleich wieder reingehen, wenn er da rausgeflogen kommt. Warte. Oder geht er jetzt selber rein? Oh, Freunde, wie episch sieht das denn hier aus? Das ist gerade viel zu dunkel. Ich mach mal kurz Shader aus. Bleibt er denn jetzt? Lass mich weg. Sieht er mich? Hier ist der Teeservice. Wir haben leider keine Angebote mehr für Sie, Senior TV. Bro, oh mein Gott! Was machst du? Du musst gehen! Ja, ich bin doch weg. Jetzt, du musst aber auch gehen. Oh, warte. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Bro, was macht jetzt die Hexe hier? Mach Shader nochmal an. Ich geh jetzt da wieder rein, Freunde. Wo ist das Loch? Hier. Mein Gott, das sieht aus wie das Höllenloch wirklich jetzt, Freunde. Okay, jetzt wird's spannend. Was hat der Timmy jetzt versucht, vor mir zu verheimlichen? Da hat sich doch irgendwas bewegt, als er den Hebel umgelegt hat. Moment. Verfolgt er mich? Hey, hier geht einfach eine Tür auf. Okay, soll ich vielleicht hier wieder zumachen? Ich weiß nicht, ob Timmy mich vielleicht verfolgt, dass er nur darauf wartet. Okay, Freunde, ich gehe jetzt einfach rein. Mir egal. Das muss offen bleiben. Ich könnte es zur Not zwar abbauen, aber ich lasse es jetzt... Was ist das? Was ist das hier? Bro! Das ist zu viel. Ist das... von Shatterbauer oder was? Oh mein Gott. Hier sind einfach so Fragezeichen mit Endstone, also mit so Endportal. Und hier ist einfach ein Buch. Gibt's hier sonst irgendwas? Das ist auch so ein riesiger Soldat. Wann ist das hier gebaut worden? Von wem? Einfach Säulen mit Lava. Die Treppen aus Lava. Was ist das hier, Freunde? Moment, da ist ein Schild. Bereit, einen Blick zu wagen? Okay, das checke ich wahrscheinlich erst, wenn ich das Buch lese. Seid ihr bereit, das Buch zu lesen? Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, aber egal, wir machen es jetzt. Vor diesem riesigen Soldaten einfach. Wir lesen jetzt das Buch. 3, 2, 1, zack. Bist du bereit, in das Gesicht des Untergangs zu blicken? Bist du bereit, als Untergebener meine Wenigkeit zu nicken? Bist du bereit, zwischen Freund und Feind nicht mehr zu unterscheiden? Und bist du bereit, anderen des Blickes würdig zu zeigen?
Freunde, das ist extrem verwirrend gerade. Soll ich hier in sein Gesicht reinglotzen gleich oder so? Okay, ich check das gerade nicht. Ich check das gerade überhaupt nicht. Okay, Seite 3, let's go. Bist du bereit, dem Sturm des Schicksals zu trotzen? Bist du bereit, mit mir das Licht der Wahrheit zu lotzen? Was sind das für Wörter? Ich verstehe das nicht mal. Was ist lotzen? Kann das mal irgendwer googeln? Kann mir jemand die Definition von lotzen geben? Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das? Schatama, hallo. Schatama, was machst du hier? Okay, warte. Seite 4. Bist du bereit, im Schatten der Nacht zu wandeln? Und bist du bereit, mit mir das Feuer zu entfachen, das uns beiden viel kann wandeln? Okay, Freunde, das ist irgendwie... Das ist ein sehr, sehr gruseliges Rätsel oder ein sehr, sehr gruseliges Reimgedicht, was auch immer das sein soll. Und jetzt gerade hiermit bereit, einen Blick zu wagen, das... Okay, das lässt auf jeden Fall schon vermuten, was hier passieren soll. Okay, mein Herz fängt auch gerade langsam ein bisschen an mehr zu klopfen. Seite 5. Bist du bereit, die Grenzen des Verstands zu brechen? Bist du bereit, das wahre Ich aus dem Schatten zu wecken? Okay, Freunde. Okay, das war jetzt eindeutig, was hier gerade passieren soll. Was soll hier gerade passieren mit dem? Ist das die Statue? Ist die gemeint damit? Moment, ich fliege jetzt einfach mal zu dem hoch. Okay, warte mal, ich brauche was zu futtern. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So, nochmal kurz da hochfliegen. Ey, hier sind auch überall so Ketten und so. So, ich lande mal hier auf seiner Schulter. Ich soll in sein Gesicht glotzen? Oder wie? Okay, ich glaube, wir sollten erstmal zu Ende lesen, Freunde. Ich glaube, das macht anders sonst keinen Sinn. Okay. Seite 6, die letzte Seite, Freunde. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Bist du bereit, der Welt dein wahres Gesicht zu offenbaren? Und bist du bereit, gemeinsam mit mir die Zukunft zu erfahren? Oh mein Gott, was für wahres Gesicht! Welches wahre Gesicht habe ich denn? Was ist damit gemeint? Was soll denn passieren? Welches wahre Gesicht? Ja, okay, das ist ein Höllenkrieger-Skin. Ich hatte davor einen pinken Hut und unser nicht so gruselig aus. Okay, ja, von mir aus. Aber das ist doch schon mein wahres Gesicht. Das, was ihr hier seht, das bin doch ich. Das bin doch ich. Okay. Das sieht alles sehr, sehr gruselig aus hier, Freunde. Okay. Kann ich das Buch nehmen? Nee, ich kann es nicht nehmen. Okay. Bereit, einen Blick zu wagen. Und dann ist hier ein Knopf einfach. Oh mein Gott, Freunde! Soll ich das wirklich zulassen? Soll ich wirklich zulassen, dass ich einen Blick jetzt wage und damit alles irgendwie riskiere oder was auch immer? Denn mein wahres Gesicht wird offenbart. Ich werde Shatterbar befreien damit oder was auch immer. Okay. Okay, mal schauen. Mal schauen. Freunde, ich tue es. Ich drücke diesen Knopf und werde es tun. Ich werde einen Blick riskieren. Okay, okay. Bereit, einen Blick zu wagen. Ich glaube, ich bin bereit, Freunde. 3, 2, 1 und los geht's. Oh mein Gott! Was ist das für ein Blick? Was ist das für ein Blick? Willkommen! Ich habe gerade was aufgenommen, was sehr interessant ist. Ich kann mich nur nicht so ganz daran erinnern. Aber guckt euch das mal an! Ich habe hier das Gesicht des Untergangs entdeckt.
Und zwar ist das wohl das Gesicht von Shatter, aber ich freue mich so sehr. Ich muss es unbedingt... Nein, nein, ich zeig's nicht den anderen. Ich muss es unbedingt den anderen zeigen. Okay, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Like da, abonniert und auf jeden Fall die Glocke aktivieren.